Moin YouTube, liebe Messerfreunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal möchte ich euch kein Messer vorstellen, sondern mit euch über ein Thema sprechen, das sehr stark polarisiert bei uns in der Gemeinschaft. Und zwar ist es der Paragraph 42a des deutschen Waffengesetzes. Ich sehe jetzt schon die ersten wieder mit den Augen rollen und abwinken, weil es für sie überhaupt kein Thema darstellt. Aber ich habe mir gedacht, es kommen jeden Tag neue Leute bei uns in die Messerszene hinein, werden vom Messervirus infiziert und sind vielleicht anfangs genauso irritiert, wie ich es war. Ich möchte euch in diesem Video anhand eines Ampelsystems die Messer vorstellen, die eben ganz klar 42a konform sind oder eben auch nicht. Und vor allen Dingen auch Messer, bei denen es gar nicht so klar ist, ob sie nun dem Paragraphen 42a unterliegen oder nicht. Der Paragraph 42a wurde dem Waffengesetz hinzugefügt, um Ordnungshütern eine Handhabe gegen sogenannte Jugendbanden und Jugendkriminalität zu geben, so zumindest der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble. Er sollte sich also explizit nicht gegen den Normalbürger richten. Allerdings hat die Zeit gezeigt, dass eben auch der sogenannte Normalbürger mit dem Paragraphen 42a in Berührung kam, sei es nun aus Unwissenheit oder aber weil er ihn falsch ausgelegt hat. Und bevor ich jetzt ganz konkret einzelne Messer meiner Sammlung eingruppiere, möchte ich mit euch nochmal diesen Paragraphen 42a kurz durchgehen. Grundsätzlich behandelt der Paragraph das Verbot des Führens von sogenannten Anscheinwaffen und bestimmten tragbaren Gegenständen. Versucht nicht, dieses Gesetz hier mit einem gesunden Menschenverstand zu verstehen. Oder versucht auf keinen Fall, euch hier irgendwelche Schlupflöcher zu konstruieren, die ihr eventuell in einigen Ausnahmen erkennen könntet. Das könnt ihr komplett vergessen. Fangen wir mal an. Absatz 1. Es ist verboten, Anscheinswaffen zu führen. Was heißt Anscheinswaffe? Das kann zum Beispiel so eine Airsoft-Pistole sein, die auf den ersten Blick von einer echten Pistole kaum zu unterscheiden ist. Das ist also ein Gegenstand, der den Anschein erwecken könnte, eine echte Waffe zu sein. Außerdem unterliegen dem Führungsverbot sogenannte Hieb- und Stoßwaffen. Das sind beispielsweise Dolche oder auch Bajonette, die aufgrund ihrer Bauart dazu bestimmt sind, per Hieb oder Stoß Verletzungen zuzufügen. Und jetzt kommt der wichtigste Satz für uns Messerenthusiasten. Messer mit einhändig feststellbarer Klinge, in Klammern Einhandmesser, oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm unterliegen ebenfalls dem Führungsverbot. Das klingt zumindest erst einmal relativ klar. Jetzt hat der Gesetzgeber aber auch noch Ausnahmen definiert, um das Ganze nochmal etwas klarer zu machen, wobei ich da schon meine Zweifel habe. Der Absatz 1 gilt zum Beispiel nicht bei der Verwendung solcher Gegenstände bei Foto-, Film- und Fernsehaufnahmen oder bei Theateraufführungen. Also ganz klar, in einem Tatort, wo ein Einhandmesser drin vorkommen muss, soll es eben auch möglich sein, dieses zu verwenden. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich als YouTuber irgendwo auf einem öffentlichen Gelände Aufnahmen für meinen YouTube-Kanal machen möchte und dabei zum Beispiel dieses Messer hier vorstelle, das ganz klar ein Einhandmesser ist. Dann gilt das Führverbot nicht, wenn der Gegenstand beim Transport in einem verschlossenen Behältnis liegt. Aber was ist ein verschlossenes Behältnis? Reicht es, das Messer tief im Rucksack zu verstauen, sodass es nicht zugriffsbereit ist? Oder muss es tatsächlich ein abgeschlossener Rucksack sein? Muss ich mir da ein kleines Vorhängeschloss dran machen? Oder einen Koffer nehmen, den ich abschließen kann. Auch da gibt es dann schon wieder die ersten Probleme. Wie lege ich dieses Gesetz hier aus? Und der dritte Punkt, der ist dann natürlich wieder ganz toll. Absatz 1 gilt nicht, wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt. Was bedeutet das denn jetzt? Jeder von uns hat doch
wahrscheinlich ein berechtigtes Interesse, sein Messer zu führen. Sei es nun, dass ich mir irgendwie einen Kochmesser mitnehmen möchte zu einem Picknick, um den vorbereiteten kalten Braten aufzuschneiden. Das Kochmesser hat über 12 cm Klingenlänge. Ist es jetzt ein berechtigtes Interesse, es dabei zu haben? Oder hätte ich auch mit einem Messer unter 12 cm Klingenlänge den Braten aufschneiden können? Dann hat sich der Gesetzgeber wohl gedacht, das müssen wir jetzt ein bisschen näher ausführen, was denn jetzt ein berechtigtes Interesse ist. Und da heißt es dann weiter, ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Nummer 3 liegt insbesondere vor, wenn das Führen der Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt. Okay, kann ich mir vorstellen, ein Dachdecker zum Beispiel, der oben auf dem Dach arbeitet, der braucht vielleicht eher ein Einhandmesser, um es eben mit einer Hand aufmachen zu können, weil er sich mit der anderen Hand am Dachbalken festhalten muss, um nicht vom Dach zu fallen. Was passiert aber, wenn dieser Dachdecker in der Frühstückspause vor dem Haus sitzt und sein Messer eben nicht in einem verschlossenen Behältnis mit sich führt? Er verstößt gegen diesen Paragraphen. Dann haben wir hier eine Ausnahme für die sogenannte Brauchtumspflege. Kenne ich das Beispiel von bayerischen Lederhosen, also wenn jemand Tracht trägt und eben auch eine Lederhose, dann ist in diesen Lederhosen meistens eine kleine Messertasche eingenäht für einen sogenannten Jagdnicker. Was ist, wenn dieser Jagdnicker über 12 cm Klingenlänge hat und ich ihn einstecken habe, irgendwie zu so einem Volksfest gehe in der Tracht? Darf ich das dann oder darf ich das nicht? Beim Sport werden, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Airsoft-Sport gibt, wo man dann eben mit seiner Airsoft-Pistole schießen darf ohne Probleme, oder einem allgemein anerkannten Zweck dient. Was ist jetzt ein allgemein anerkannter Zweck? Wieder das Beispiel Picknick. Kann ich das Kochmesser zum Picknicken mitnehmen? Ist das ein anerkannter Zweck? Man weiß es nicht. Deshalb mein Rat: Vergesst diese ganzen Ausnahmen hier. Versucht nicht, euch darauf zu berufen. Ihr zieht mit über 90%iger Sicherheit den Kürzeren. Da gibt es entsprechende Gerichtsurteile, wo Leute versucht haben zu argumentieren, warum sie ein einhändig zu öffnendes Rettungsmesser bei sich im Auto im Handschuhfach mit sich führen. Keine Chance bei dieser Auslegung des Gesetzes, werdet ihr immer den Kürzeren ziehen. Also von daher, vergesst das hier alles. Wichtig ist für uns dieser Satz hier: einhändig feststellbare Klinge, Klingenlänge über 12 cm. Fangen wir mal kurz mit der Klingenlänge über 12 cm an. Bei diesem Mora hier sollte es keine Probleme geben. Das hat eine Klingenlänge von 10 cm. Aber was ist mit meinem Bowländer hier von Steffen Meyer? Das habe ich bei ihm damals extra mit einer Klingenlänge unter 12 cm bestellt. Wenn wir uns das hier mit Hilfe des Lineals anschauen, dann beträgt die Klingenlänge auch etwa nur 11,8 cm. Sollte also kein Problem sein. Aber im Gesetz ist nicht vorgeschrieben, wie die Klingenlänge gemessen wird und wo sie gemessen wird. Was ist denn, wenn jemand auf die Idee kommt und sagt, wir nehmen hier mal die maximal mögliche Länge? Und schon bin ich bei über 12,5 cm Klingenlänge. Da ist das Gesetz hier mehr als schwammig. Und da sollten alle, die sich an dieses Gesetz halten möchten, dran denken, dass sie alleine schon mit solchen Sachen hier Probleme bekommen könnten. Was ist denn hier mit meinem neuen Küchenmesser? Wo wir dann vorhin das Beispiel mit dem Picknick hatten. Das ist noch ein relativ kleines Küchenmesser, aber selbst das hat schon eine Klingenlänge von 14 cm. Damit fällt es ganz klar unter das Führverbot des Paragraphen 42a. Und das wissen sehr wenige. Und ich möchte mal behaupten, dass eine Hausfrau, die sich jetzt ein neues Küchenmesser kauft, irgendwo in einem Haushaltsladen in der Stadt, da überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, wie sie dieses Messer wieder zurück nach Hause bekommt. Sie steckt es einfach in ihre Einkaufstasche und geht damit nach Hause. Aber damit hat sie eben schon gegen den Paragraphen 42a verstoßen. Und das ist eben das Paradoxe an diesem Paragraphen, der so schwammig formuliert ist.
Jetzt möchte ich mal anhand eines einfachen Ampelsystems einige Messer aus meiner Sammlung kategorisieren. Fangen wir mal mit Grün an. Das hier ist grün, auch wenn es blau aussieht. Ganz auf der sicheren Seite seid ihr natürlich mit Messern wie einem normalen Victorinox. Das ist ein einfaches Slipjoint-Taschenmesser, das heißt ein Messer, das alleine durch die Kraft der Rückenfeder offen gehalten wird, aber nicht verriegelt. Und so ein Victorinox ist, glaube ich, überall auf der Welt als Taschenwerkzeug anerkannt. Da flippt niemand aus, wenn ihr das auch in der Öffentlichkeit herausholt und benutzt. Das ist also ein Vertreter der 42A-konformen Messer. Das gleiche gilt natürlich auch für so traditionelle Opa-Taschenmesser wie dieses hier, ebenfalls ein normales Slipjoint-Taschenmesser, das nur über die Rückenfeder offen gehalten wird, sollte auch kein Problem sein. Dann hier ein anderes nicht verriegelndes Taschenmesser aus Japan, ein Higonokami, das so eine Art Friction-Folder darstellt. Es hat keine Rückenfeder, die Klinge wird einfach nur offen gehalten, indem man den Daumen hier auf diese kleine Angel legt. Auch das ein Messer, das nicht dem Führverbot unterliegt. Was ist denn mit diesem Vertreter hier? Einhändig zu öffnen. Könnte bei dem ein oder anderen Ordnungshüter schon für Probleme sorgen, wenn er das Gesetz nicht so richtig gut kennt. Aber auch hier sollte es dann im Endeffekt kein Problem geben. Auch dieses Messer ist ein Slipjoint mit dem Unterschied, dass hier über dieses Klingenloch die Klinge einhändig geöffnet werden kann, aber trotzdem noch vollkommen legal. Kommen wir jetzt mal zu verriegelnden Messern, die aber zweihändig zu öffnen sind. Zum Beispiel hier mein Moki. Eigentlich klar auf eine Zweihandbedienung ausgelegt, hier auch über den Nagelhau gekennzeichnet. Man soll eben die zweite Hand zur Hilfe nehmen, um die Klinge aus dem Heft zu drehen. Sie verriegelt dann hier über diesen Backlock. Das Problem bei den Backlock-Taschenmessern ist allerdings meistens, dass man auch die Klinge mit etwas Geschick einhändig aus dem Heft herausdrehen kann, so wie ich das jetzt hier eben gemacht habe. Leider ist im Paragraphen 42a es nicht eindeutig definiert, was jetzt genau ein Einhandmesser ist. Ist ein Einhandmesser nur dann ein Einhandmesser, wenn es auch eine sogenannte Öffnungshilfe besitzt, die es klar als Einhandmesser definiert? Oder reicht es eben aus, dass ich es irgendwie hinbekomme, die Klinge auch einhändig aus dem Heft zu drehen? Das ist ein bisschen schade. Es gibt ein Urteil eines Hamburger Gerichts, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in dem es heißt, dass ein Messer, das augenscheinlich nicht als Einhandmesser konstruiert worden ist, wo ich es aber durch besonderes Geschick oder Kraft schaffe, die Klinge aus dem Heft zu drehen, dieses nicht dadurch automatisch zu einem Einhandmesser wird. Von daher würde ich mal davon ausgehen, dass auch solche verriegelnden Backlock-Taschenmesser grundsätzlich noch als Zweihandmesser anzusehen sind. Dann, darunter würde dann natürlich auch das berühmteste aller Backlock-Klappmesser fallen, das Buck 110, auch wenn ich dieses hier ebenfalls einhändig öffnen kann. Und wie eben schon angesprochen, auch bei den feststehenden Messern, bei einer Klingenlänge, die gut unter 12 cm liegt, wie hier, wo es auch egal wo man misst, nicht über die 12 cm hinausgeht, sollte es auch kein Problem geben. Kommen wir jetzt zum anderen Extrem, den ganz klar nicht 42A-konformen Messern.
Und das sind Messer, die eben einhändig zu öffnen sind und dabei verriegeln. In der Regel verfügen diese Messer über eine Öffnungshilfe, wie hier in dem Fall über einen Daumenpin. Und über den Daumenpin kann ich das Messer eben einhändig öffnen und die Sperrfeder des Framelocks verriegelt dabei gleichzeitig die Klinge. Anderes Beispiel einer Öffnungshilfe, hier mein Neon mit dem Flipper. Gleiches Prinzip, Betätigen der Öffnungshilfe öffnet die Klinge und verriegelt diese über die Sperrfeder des Framelocks. Anderes Beispiel, Öffnungshilfe in Form eines Klingendurchbruchs. Ich kann die Klinge damit aus dem Heft drehen. Auch hier verriegelt die Sperrfeder des Framelocks die Klinge dabei sofort. Hier nochmal bei meinem ZT wieder über den Flipper. Auch ganz klar. Nicht 42a konform. Ein bisschen kniffliger wird es dann hier bei dem Kaiser Faist. Auf den ersten Blick keine offensichtliche Öffnungshilfe, könnte also theoretisch 42a konform sein, ist es aber nicht, weil hier die überstehende Klingenwurzel als Öffnungshilfe dienen soll. Somit ist es mir ohne Probleme möglich, das Messer einhändig zu öffnen und da diese überstehende Klingenwurzel eben ganz klar als Öffnungshilfe gedacht ist, wird man da keine Chance haben, dieses Messer als 42a konform einzugruppieren. Ähnliches Prinzip bei meinem kleinen Mazarina Rind. Auch hier die deutlich überstehende Klingenwurzel dient als Öffnungshilfe und auch damit ist dieses Messer hier nur schwerlich 42a konform. Dann schauen wir uns jetzt den gelben Bereich an. Das sind Messer, die nach meiner Meinung nach nicht so eindeutig als 42a konform oder eben als nicht konform definiert werden können. Beginnen möchte ich mal mit diesem Messer hier. Das ist mein Lone Wolf Paw Knife. Ein kleines Klappmesser mit einem ganz tollen Mechanismus, der die Klinge im geschlossenen Zustand hier sicher im Heft hält. Ich kann auch mit der zweiten Hand hier die Klinge nicht herausdrehen. Das Ganze funktioniert nur, indem ich hier auf den Knopf drücke und dann die Klinge aus dem Heft herausdrehe. Das Ganze funktioniert beim Schließen genauso. Ich muss wieder hier hinten auf den Knopf drücken, um die Klinge öffnen zu können. Jetzt kann man natürlich, weil man ein bisschen gewieft ist, auf die Idee kommen, die Schwerkraft zu Hilfe zu nehmen und einfach das Messer auf diese Art und Weise zu öffnen oder auch zu schließen. Man hält also den Knopf gedrückt und lässt das Heft nach unten gleiten und damit automatisch die Klinge aus dem Heft herauskommen. Ist das jetzt ein Mechanismus, der in erster Linie darauf ausgelegt ist, das Messer einhändig zu öffnen? Oder ist es einfach nur eine Möglichkeit, das Messer mit ein bisschen Geschick auch einhändig zu öffnen? Von daher ist das ein Messer, das nicht so hundertprozentig sicher ist. Auch bei diesem Messer hier, meinem geliebten Chris Reeve Minandi, das für mich zu einem der besten Gentleman-Taschenmesser auf dem Markt überhaupt gehört, ist das Ganze leider nicht so klar. Und das tut mir ganz besonders leid, weil ich würde dieses Messer deutlich häufiger mit mir führen, wenn das Ganze klar 42a konform einzustufen wäre. Dieses Messer erweckt zunächst einmal den Anschein, als handele es sich hier um ein Messer angelehnt an ein klassisches Taschenmesser. Klar mit modernen Komponenten hier mit den Titanplatinen, aber doch
recht klassisch anzusehen. Auch ein klassischer Nagelhau ist hier angebracht und die Klinge steht auch nicht besonders weit aus dem Heft. Alles so Indizien, die dieses Messer als 42a konform gelten lassen können. Nun muss man aber wissen, dass dieses Messer vor 2012 über eine Öffnungshilfe verfügte in Form dieses Nagelhaues hier. Damals waren nämlich die Kanten sehr scharf geschliffen, sodass man durch Auflegen des Daumens auf diese Kerbe in der Lage war, die Klinge aus dem Heft herauszudrehen. Das gelingt mir hier jetzt nicht mehr, weil das Messer nach 2012 gebaut worden ist und Chris Reeve hat damals beschlossen, die Kanten hier zu brechen. Und somit ist das Öffnen mit dem Daumen hier jetzt nicht mehr so einfach möglich. Viele amerikanische Kunden haben sich damals wohl auch bei Chris Reeve beschwert darüber, dass diese Änderung vorgenommen worden ist. Für uns natürlich eher positiv, weil meine Hoffnung ist, dass durch diese Änderung dieses Messer hier eventuell doch 42a konform sein könnte. Ich sage jetzt nur könnte, weil wenn ich anstatt des Daumens den Daumennagel nutze, dann ist es relativ einfach, die Klinge aus dem Heft zu drehen. Und da ist jetzt wieder die Frage, ist das jetzt ein besonderes Geschick? Ist das Messer darauf ausgelegt, dass man es weiterhin einhändig öffnen kann? Also auch hier ein Messer, das nicht hundertprozentig 42a konform ist. Und wo man sicherlich darüber diskutieren kann, ob hier ein Führungsverbot vorliegt oder nicht. Ein ähnlich gelagerter Fall hier bei meinem kleinen Citadel Kubi. Wir haben es hier mit einem Messer mit einem Liner-Lock zu tun. Das heißt, das Messer hat eine verriegelnde Klinge, allerdings keine Öffnungshilfe, noch nicht einmal einen Nagelhau. Trotzdem ist es möglich, diese Klinge einhändig aus dem Heft zu drehen und zu öffnen und dabei verriegelt sie dann auch. Auch hier das gleiche Thema wie schon beim Paul Knife oder auch beim Minandi oder auch bei dem ein oder anderen Messer mit Backlock, das eben auch einhändig zu öffnen ist. Wenn es hart auf hart kommt, was ist es jetzt? Ein Einhandmesser oder ein Zweihandmesser? Da wäre es sicherlich hilfreich gewesen, wenn im Gesetz ein Einhandmesser näher definiert worden wäre, zum Beispiel über eine spezielle Öffnungshilfe wie einen Flipper oder einen Daumenpin, der dazu bestimmt ist, die Klinge einhändig aus dem Heft herauszubekommen. Also auch hier mit diesem Messer, obwohl es so harmlos aussieht, könnte ich theoretisch Probleme bekommen, wenn ich damit in der Öffentlichkeit kontrolliert werden sollte. So, und hier zur Veranschaulichung nochmal jeweils zwei Vertreter der einzelnen Bereiche. Hier unten grün, Slipjoint-Messer ohne verriegelnde Klinge, zweihändig zu öffnen, überhaupt kein Problem. Hier oben ganz klar nicht 42a konform, Messer mit Öffnungshilfe, einhändig zu öffnen, mit verriegelnder Klinge, in dem Fall über die Sperrfeder eines Framelocks. Und hier in der Mitte zwei Vertreter, bei denen es nicht hundertprozentig sicher ist, wie sie einzustufen sind, zumindest aus meiner Sicht, und wo man dann im Einzelfall sicherlich diskutieren muss und notfalls sogar vor Gericht gehen müsste. Ich weiß, dass der Unmut gegenüber dem Paragraphen 42a in der Messerszene sehr hoch ist. Es gibt sehr viele, wenn nicht sogar die Mehrheit der Messerenthusiasten, die für sich entschieden hat, sich nicht an den Paragraphen zu halten, das Risiko einzugehen. Sie sagen, es ist eine Ordnungswidrigkeit, wie falsch parken oder so, da muss ja auch jeder selbst wissen, ob er das Risiko eingeht, aufgeschrieben zu werden und dann eben ein Bußgeld bezahlt. Da es sich um ein ordnungsgemäß erlassenes Gesetz handelt, sollte man auch versuchen, sich daran zu halten. Wenn jeder tut, was er für richtig hält, dann haben wir hier ganz schnell Chaos.
Ich kann aber auch die Leute verstehen, die sagen, ich bin in meinem ganzen Leben noch nicht kontrolliert worden. Ich trete vernünftig auf und irgendwo berufe ich mich dann auch auf das Wort von Wolfgang Schäuble, dass sich dieses Gesetz eben nicht gegen den normalen Bürger richtet, der sich vernünftig beträgt in der Öffentlichkeit. Auch ich bin bisher noch nicht kontrolliert worden und selbst ich gehe manchmal ein Risiko ein, indem ich eben diese beiden Messer auch in meiner EDC-Rotation trage, obwohl sie eben nicht hundertprozentig 42a-konform zu sein scheinen, muss ich jetzt mal sagen. Ich möchte nur denen unter euch vor Augen halten, die jetzt versuchen, gegen diesen Paragraph 42a Sturm zu laufen und eine Verbesserung des Gesetzes zu hoffen, sagen, dass wir eben nicht am schlechtesten dran sind hier mit unserem Gesetz. Es gibt in Europa noch Länder mit deutlich schärferen Gesetzen und ich fürchte auch, sollte es hier in Deutschland mal zu einer Veränderung des Waffengesetzes kommen und explizit des Paragraphen 42a, dann wird es sicherlich nicht zum Besseren geschehen, sondern dann wird es eher zu einer Verschärfung kommen. Ich hatte das vorhin ja schon mal gezeigt mit den feststehenden Messern. Also wenn ich jetzt mal unterstelle, dass dieses Messer hier tatsächlich nur eine Klingenlänge von 11,8 cm hat, dann kann ich mit diesem Messer eben ganz normal durch die Fußgängerzone laufen, ohne Probleme. Mit diesem Messer hier aber nicht. Obwohl die Klingenlänge hier noch nicht einmal 6 cm beträgt. Und jetzt fragt mal Lieschen Müller in der Fußgängerzone, was sie denn jetzt davon hält, dass man mit so einem feststehenden Messer durch die Fußgängerzone schlendern kann, aber mit diesem eben nicht. Da wird sie nicht sagen, ach nee, dann lass doch das kleine Messer auch zu. Sie wird sagen, nee, um Gottes Willen, das muss hier auch verboten werden. Das heißt, es wird immer eine Verschlechterung geben bei einer Gesetzesänderung. Und ja, das sollte man sich eben vor Augen halten. Und von daher ist mein Rat, versucht euch einfach mit dem Gesetz zu arrangieren, macht das Beste draus. Es gibt sehr viele Messer, die 42a konform sind. Wir haben vor einigen Jahren mal mit so ein paar Jungs eine Serie gestartet, wo wir die Top 10 der 42a konformen Messer wählen ließen und dann auch einzeln vorgestellt haben. Ganz explizit möchte ich auch nochmal auf ein Video vom Prana 120 verweisen, der bei der damaligen Aktion das Eröffnungsvideo gestaltet hat und ebenfalls den Paragraphen 42a vorgestellt hat, wobei er, wenn ich mich richtig erinnere, sogar noch eine vierte Farbe, nämlich Orange, dazu genommen hatte, um die Messer noch genauer zu kategorisieren. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare eure Lieblings-42a-konformen Messer und wie ihr mit dem Thema Paragraph 42 umgeht. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt: Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Bis dahin, tschüss!